Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon's Dogma Dark Arisen. Wir sind jetzt hier, haben gerade den Beholder gekillt gehabt. Jetzt renne ich gerade nochmal hier durch, schnell. In der Hoffnung, da kommt keiner weiter. Okay. Gut, dann gehen wir hier durch. Oh. Hemgoblins. Schön gemacht. Oh, das sind ja schon wieder Tentakel. Wir haben doch den scheiß Beholder gekillt. Hey, hallo, was ist denn das? Scheiß Klingblatt. Können mich gerne heilen. Wie viel der Zeit? Ja, heilig ist okay, aber Heilung wäre auch nicht schlecht. Aber gut, wir haben ja haufenweise von den Hartknollen-Scheißdrecks da. Unnützen Mist, was wir nicht brauchen. So, jetzt sind wir den Scheiß auch los. Ich glaube, die scheiß Hartknollen-Dinger sammle ich gar nicht mehr ein. Flüssige Elan schon. Voll überladen. Oh, da kommen schon wieder die Viecher. Hau bloß ab, ey. Gehen wir in die Richtung. Kann ja sein, dass da oben wieder eine Truhe flackt. Wie schon mal. Nö, da liegt nichts. Aber hier sind Goblins schon wieder. Oh, heilig wirkt gut gegen die Tentakeln, sehe ich gerade. Cool. Ja, nimm flüssige Elan auf, hast recht. What the? Was ist das denn hier? Hallo? Ist das ein Beholder? Ein Mini-Viech. Ein Mini-Beholder. Seht ihr das? Beholder Mikro. Krass.
Und die lassen immer einen Splitter fallen. Super, die Dinger gibt es auch in Babyform. Flüssiger Elan. Melora. Beinteile. Aber die hatten wir, glaube ich, schon mal für unseren Typi. Ich glaube, die hatten wir davor mal gehabt. Oh Mann, ich muss echt mal kämpfen und Zeug verbrauchen hier. Ich habe zu viel Zeug. Aber egal. Okay, hier geht's noch mehr. Achso, es ist, glaube ich, die andere Gang davon gewesen, wo wir vorher noch nicht waren. Ja, die Viecher machen eigentlich kaum Schaden. Vorher am Anfang schon, wo das schon mal da unten waren. Aber im Moment machen die gar nichts. Ja, die Falle haben wir schon ausgelöst mal. Absichtlich natürlich. Ja gut. Gehe ich mal hier wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Jo, da haben wir das auf jeden Fall auch schon gemacht. Das ist schön. Dann springen wir wieder ins Ungewisse. Und schauen mal, was uns erwartet. Es fehlen ja noch so 7 Stück. Und das ist Erleuchtung. Haben wir noch nicht? Yay. Ist auch hier ganz oben bei mir. Cool. Jetzt schaue ich jetzt mal hier schnell am Rand, aber hier liegt scheinbar nichts. Da auch nicht. Nö. Gut, Kammer der Erleuchtung. Speichern. Ja, ich bin gespannt, was hier auf uns wartet. Danach fehlen uns eh nur noch 6 Räume. Also von denen, was ich aufgeschrieben habe, den einen habe ich ja dazu geschrieben noch. Was uns erwartet hat. Wow, what the. Hast du den besitzen oder was hier, du? Okay, hier sind bis jetzt nur diese komischen Billiggeister, die irgendwie gar nichts bewirken. Außer irgendwie Fluch oder was ich für ein Scheiß, was die da machen wollen. Bis jetzt ist es noch ganz machbar. Aber ich glaube nicht, dass es alles ist. Es wäre zu einfach für einen Raum. Ja gut, wir haben schon mal einen einfachen Raum gehabt, aber das wäre jetzt lächerlich, die 2 Geister da. Okay, dann sind es im Dreier. Da hinten sind ja noch Zombies oder was weiß ich was. Aha, Spugarium, keine Ahnung.
Hat man aber auch schon mal gehabt. So vorne sind, glaube ich, Zombies oder sowas. Leere Flasche, meine. Ihr füllt die immer nur für Sche mit Scheißdreck auf, also. Deswegen kriegt ihr sowas nicht mehr. Skelett-Erzmagier, hä? Ihr seid Flaschen. Sowas hat ein Erzmagier, ey, das ist doch lächerlich. Doch meistens immer an der gleichen Stelle wieder auf. An der so verschwunden sind. Oh, Auftrag gemeistert. Yes. Schön. Tass Taubenblut? Okay, das ist doch neu. Spokanium. Spokanium-Splitter. Taubenblut. Okay. Du kannst jetzt mal Scheißdreck hier tragen. Kriegst du es mal hier. Oh, ich habe einen Zauberstab gekriegt. Gesalbter Gnadenstab. Das ist wieder so eine gesalbte Waffe. Da, die kann ich natürlich wieder keinen übergeben. Och Mann. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen hier kämpfen und Zeug saufen. Wunderelixier. Heilt alles. Schon wieder Zauber. Schau mal, was das für Flaschen sind hier. Ja, toll, und haut kurz um. Das kleine poplige Energiestück, was da. Wunderelixier. Oh, vergessenes Kram mit Lazarussteinsplitter. Hat wieder einen Lazarusstein gemacht. Einen vollen. Gesundheitstrunk. Lauter Mist. Okay, da geht's nicht weiter. Nicht mal eine Schatztruhe. Toll. Egal, gehen wir nach oben. Haben wir unten auf jeden Fall alles erstmal abgekämmt. Dann geht's oben weiter. Stein, ja. Ich will unbedingt einen Stein haben. Genau. Gibt nichts Geileres als Steine. Noch mehr? Bitte schön, könnt ihr alle eingesaugt werden. Ich habe keine Lust auf euch. Seid mir zu doof.
Schau mal, war's das. Kranium. Da ist nichts. Ja, somit habe ich die ganzen Viecher da aufgesaugt. Wasser, hau ab. Da ist wieder zu. Ist wieder nichts. Dann gehen wir hier oben lang. Da liegt das ganze Zeug, was die hier fallen lassen. Reisestein. Nichternheitsrollen. Ortschaftrollen. Und Elixier. Schön. Brauchen wir nicht Wasser. Ist unnütz. Wasser ist Mist. Seelenheil. Ist auf jeden Fall gut vorbereitet hier. Aber hier gibt es echt viel Schund. Wieder ein Reisestein. Geilo. Ja, genau, nimm eine leere Flasche und füllst sie wieder mit irgendeiner Scheiße. Ach, wieso nehme ich eigentlich die Hartknollen-Scheiße auf wieder? Falsche Taste. Die behalte ich. Ja, du kannst auch mal ein paar davon nehmen. Boah, ich bin die ganze Zeit überladen, ey. Da geht's noch weiter. Halt, da liegt Geld. Und? Nein, eine Nuss wollen wir nicht. Ich sag, eine Nuss wollen wir nicht. Du taub. Trottel. Was ist das für ein Geräusch? Lässt sich auf jeden Fall nicht öffnen. Ja. Heißt es wohl zurück, dass sie eh nicht weitergeht. Schade. Echt schade. Aber auch nichts. Ja, was soll's? Gut, dann sind wir wieder hier. Haben wir das auch? Sprung in den Tod. Yay. Gut, da habe ich aufgeschrieben, dass da auch nur Mobs sind. Okay. Halt. Nix. Das könnte noch ein neuer Raum sein. Lass mal schauen. Da ist eine Truhe. Ha. Wow. Okay, das ist ein neuer Raum, weil ich muss hier noch nicht rüberspringen, um eine Truhe zu kriegen. Kleine Falle, hä? Hoffnung! Karma der Hoffnung. Haben wir noch nicht gehabt. Ha, wusste ich's doch.
Ja. Gleich mal speichern. Dann auf zur Kammer der Hoffnung. Ja, ich hoffe ja, dass da was Schönes drin ist. Klar, wir sind hier drin gefangen und werden für alle Zeiten hier herumstromen. Halt. Das übernehme ich. Da sind Zombies. Zack, saugt die ganzen Zombies auf. Jawoll. Alle 5 Millionen Zombies, die da hinten rumgurschteln. Ein Höllenhund, ja, scheiße. Als Höllenhunde sind dann mal ich der normalen. Scheinbar war es das. Geldbeutel. Knete ist immer gut. Ascherkristall. Schaut mal. Oh, seht ihr das? Viele fette Zombies. Und hätten wir die jetzt mit Feuer angegriffen oder sowas, wären sie explodiert. Und das hätte hier schöne Knalls gegeben. Und vor allem, weil ja hier unsere Feuer Untoten Mistvieh, Feuer Höllenhunde sind, die hätten die wahrscheinlich auch noch mit angezündet. Das ist das Problem. Das macht nämlich richtig, richtig böse viel Schaden. Nein. Du füllst nichts auf. Hier wird nichts aufgefüllt mit irgendeinem Scheiß. Das war wieder so ein. Nein. Gut, schauen wir schnell hier. Ja, es ist brav, alles kaputt. Machen. Yep, nimm flüssiger Elan mit, das ist gut. Nein. Du füllst nichts auf. Nein. Geh weg. Hier wird nichts aufgefüllt. Nein. Nein. Du dummes. Ah, du Rindvieh, das habe ich übersehen. Schau, das meine ich, Leute. Füllst du einfach mal so mit Öl auf, obwohl wir gesagt haben, nein. Weil die ein bisschen doof ist. Okay, da hat man schon. Gut, dann wartet der Raum auf uns. Also bis jetzt waren es nur Mobs, aber jetzt kommt wahrscheinlich ein Bossraum. Würde ich mal drauf wetten. Oder auch nicht. Wette verloren. Zur Strafe spielst du wieder auf Level 0. Nein. Oha. Okay, hat sich doch als halbe Aua, halbe Bossraum entpuppt. Kommt schon, WTF. Wow. Hallo? Geht's euch noch allen gut? Bescheuert? Seid ihr irgendwie alle doof oder so?
Nein, du machst kein Todesfeld. Töte dich selber. Ja, so kriegen wir halt auch einen Bossraum. Ja gut, wir haben auch schon mal... Aha, es ist runtergefallen. Runterfallen ist immer gut. Hat auch noch geklappt, glaube ich. Ja. Boah, verpiss dich. Aua. Da bist du, Drecksvieh. Du mieses Vieh. Ich geh mal ein bisschen nach unten. Komm her! Aua! Halt ihr noch hier so Gesundheitstrunk, genau. Hau bloß ab, du Sau. Aber wir wissen, was wir machen können. Ah. Ich kann hier hoch. Ja, tödlicher Zauber. Das hat die Ziege gemacht, okay. Gut zu wissen. Die Ziege kriegt jetzt was auf den Kopf. Wenn es fies tot ist, muss ich mich auf jeden Fall mal hier umschauen. Lange ist tot. Also nichts mehr mit Gift. Wenn die Ziege dran glaubt, dann ist Ende mit Todeszauber. Der Todeszauber ist böse. Der Löwe ist tot. Na gut, das sind nur noch die Ziege da. Versuchen wir mal Aisha. Okay, das war's. Yes. Schlangenhaut. Schwarz-Koyasmene, Koyasmene. Okay, wir sind überladen.
the pawn able to fight at the Arisen side. I am thankful. It is not defeat to flee from battle, Master. It is survival. Ja, bevor ich hier weiterlaufe und mich umgucke, mache ich hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Shadow Mask.